So Leute, es geht weiter mit Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC. Ich habe es gerade schon in meiner Intro im Stream gesagt. Ich habe im DLC nichts weiter gemacht, storytechnisch nichts Neues. Aber ich habe ein bisschen Backtracking gemacht und noch ein paar Waffen aufgelevelt und mit denen rumexperimentiert und einen neuen Build gemacht. Das alles seht ihr jetzt. Wir gehen direkt ins Spiel rein, dann zeige ich euch alles. Und zwar seht ihr hier, darf ich präsentieren, meinen neuen Beast Claw Build. Schaut ihn euch an. Schaut euch diese fetten Pranken an, die ich natürlich hochgelevelt habe. Und was diese Pranken können, würde ich euch gerne mal zeigen. Jetzt finde ich natürlich wieder keinen Gegner wahrscheinlich. Wartet, wartet. Ihr werdet gleich. Die sind so geil, die Teile. Ich liebe es. Momentan eine meiner absoluten Lieblingswaffen. Warum sind hier nirgendwo Gegner? Da will man mal was zeigen. Ich brauche auch ein bisschen was. Was ist mit Caled passiert? Ist hier Festival oder was? Wo sind alle? Da ist was. Oh, perfekter Gegner. Nee, der Große. Check it out. Ah, komm mal da weg vom Rand, bitte. Oh nein, der fällt gleich die... Okay, das ist natürlich wieder Vorführeffekt. Mann! Wegen den dummen Schafen da! Er leckt mich am Arsch. Okay. Das ist... Können wir das irgendwie rausschneiden, Bobby? Oh, das... Warum passiert mir sowas immer? Das ist so... unangenehm. Komm, wir gehen woanders hin. Das ist... Ah! Mist. Wo gehen wir denn... Wo kann man denn gut... Okay, ich zeig's einfach hier. Ach, ist das unangenehm. Okay, egal, da müssen wir jetzt einfach auch mal durch. So, ich will ja einfach nur mal... Es hat nicht funktioniert. Okay, wir sind uns einig, dass es nicht funktioniert, aber das heißt nicht, dass der Build an sich nicht funktioniert. So, die Beast Claws sind nämlich geil. So, ich zeig das jetzt mal hier an so einem Standard-Fuzzi. Und zwar hier mit L2. Ich halte einfach nur L2 gedrückt. Und er macht diese Combo. Zählt mal mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist nicht so beeindruckend gerade, ne? Ja, weil die alle ein Schild haben. Das ist natürlich der komplette Gegenteil von dem, was man mit den Klauen will. Ah, ihr könnt mir glauben, dass die richtig geil sind. Okay, wir werden das gleich im Progress im Spiel noch sehen, dass die Klauen geil sind. Aber das ist nicht alles. Wait, there's more. Ich habe eine neue Waffe gefunden. Wie gesagt, in diesem Gebiet, ich zeige euch das mal gerade. Das war hier... hier, ihr erinnert euch, hier vor diesem Dungeon, wo wir eigentlich jetzt heute auch weitermachen, Bellurat. Da bin ich ja irgendwie hier links hoch, ich weiß gar nicht mehr, wo war denn das? War das hier? Hier irgendwo, hier oben? Irgendwo hier war das. Hier in diesem Gebiet. Da ist eigentlich nicht viel, aber da findet man folgende Waffe. Ich zeig die vielleicht mal besser im Menü. Hier. Die Pater. Oh, jetzt habe ich sie ausgezogen. Warum? Hier. Eine Waffe, die aus einer geradlinigen... Wieso bist du eigentlich jetzt auf Deutsch? Eine Waffe, die aus einer geradlinigen, doppelseitigen Klinge und einem soliden Schutz gefertigt wurde, von den eidsuchenden Rittern geführt. Diese vielseitige Waffe kann als Faustwaffe oder als Schwert geführt werden. Wenn man die nämlich zweihändig nimmt, so wie hier, nicht nur, dass das enorm geil aussieht, bisschen Terminator,
Sie ist sehr schnell. Hat diese mega lange Combo. Schöne R2-Attacke. Aber das Geilste ist hier aufspießender Stoß. Damit kannst du eigentlich mit zwei normalen Attacken fast alles staggern. Ich habe schon gegen Bären damit gekämpft. Und es war eine absolute Freude. Leider kann man sie nicht infusen. Ich weiß nicht warum, aber es geht halt nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine mächtige Stoßattacke. Und dazu hier dieses Schnelle. Ich hätte die natürlich gerne auf Blut, aber das geht nicht. So, die werden wir auch gleich natürlich im Einsatz sehen. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ich umgeskillt habe. Ihr wisst ja, ich hatte einen Strength Dex-Build. Nee, Quatsch, ein Strength Arcane-Build. Und jetzt habe ich ein Strength Dex-Build gemacht. Das liegt einfach daran, dass ich hauptsächlich, also dass man. Ach du Scheiße, willst du mich verarschen? Dass ich so viele Waffen gefunden habe, die mit Strength und Dex scalen und relativ wenige, die mit Arcane scalen. Und auch einfach, dass ich meine Hauptwaffen, die ich im Main Game eigentlich benutzt habe, das waren fast alles Blutwaffen, die habe ich im DLC eigentlich kaum benutzt. Also meine Reduvias zum Beispiel, Eleanors Doppelklinge und so weiter. Ich kann die zwar alle noch benutzen, die machen jetzt natürlich ein bisschen weniger Schaden, weil Arcane nicht mehr ist. Aber wir können ja mal hier gucken. Hier, Eleonoras Stangenwaffe zum Beispiel habe ich gerne benutzt. Die hatten Arc-Scaling. Gut, blutige Ströme benutze ich eh kaum. Aber auch hier oben meine Reduvias, meine zwei, habe ich jetzt nicht so viel benutzt im DLC. Ich kann die alle immer noch benutzen. Die sind jetzt ein bisschen geschwächt. Dafür sind viele andere Waffen jetzt deutlich stärker geworden. Und das ist irgendwie auch ganz nice. Strength Dex ist auf jeden Fall, glaube ich, eh so mit die populärste Mischung. Und ja, ich habe noch ein bisschen rumgespielt mit Relanas Zwillingsklingen, um mich ein bisschen besser mit denen vertraut zu machen. Die sind auch ziemlich krass. Ich kann jetzt übrigens auch wieder Melanias Hand benutzen. Die ist zwar nicht so geil, aber ich konnte die ganze Zeit nicht benutzen, weil ich nicht genug Dex hatte. Aber jetzt kann man hier, theoretisch könnte ich hier auch die wieder benutzen. Aber werde ich wahrscheinlich eh nicht machen. Das Parfüm ist jetzt auch richtig schön. Hat nämlich ein B-Scaling in Geschicklichkeit. Ja, also tatsächlich eine durchaus legitime neue Waffe. Oh, falsch. Natürlich genau die falsche Taste. Also das kann man so als Side-Weapon, die wiegt auch nur 1,0, also die kannst du eigentlich immer anziehen als Side-Weapon, ist eigentlich ganz nice. Ja, heiliges Schwert habe ich auch irgendwo für Skelette, aber ganz ehrlich, hier habe ich zum Beispiel eine heilige Sternfaust, kannst du die Skelette fisten. Ja gut, Morgoths verfluchtes Schwert kann ich jetzt wieder spielen, weil das Geschicklichkeit 35 hat, aber ich kenne eigentlich niemanden, der Morgoths Schwert spielt. Das ist eigentlich, es sieht ganz nice aus, aber es ist absolut das ist allenfalls mittelmäßig. Kostet auch viel zu viel FP, macht viel zu wenig Schaden und ist einfach nicht so geil. Eine Sache wollte ich noch zeigen, und zwar, was war das denn? Genau, ich habe hier, nee, wo ist mein Katana? Blind. Wo ist mein Katana? What the fucking f... Lass mich doch mal in Ruhe. Ich streame gerade. Das ist maximal unangenehm, was ihr macht. So. Nochmal zum Katana. Und zwar, wo ist es denn? Ich zeige euch was Geiles und damit werden wir viel Spaß noch haben. Und zwar hier, mein okkultes Uchigatana 25 mit Ruf des weißen Schatten, heißt es auf Deutsch. Absolut underestimated. Ich zeige euch auch warum. Underappreciated. Mit Ruf des weißen Schatten, das kennen wir auch aus Sekiro, da war das das Schnackseln, also das Schnacken. Kannst du
kannst du so ein Ding dahin machen, so ein Geist, und auf den kloppen dann alle ein. Alle, die human-like sind. Und ich habe das ausprobiert und es works like a charm. Es ist wirklich fantastisch, was man damit machen kann. Du kannst dann nämlich die ganzen Gegner einfach von hinten wegwemsen und es ist einfach eine absolute Freude. Wir werden das ausprobieren, ob das auch im DLC gut klappt. Und jetzt gehen wir mal dahin, wo wir eigentlich wirklich hin wollten. Hey Chat, was geht ab? Hier zum Beispiel, ich zeige euch das mal kurz. Guck, jetzt hauen die da dumm drauf. Und ich kann mich sogar hier hinstellen. Du kannst da auch mehrere natürlich von machen. Und die ignorieren mich komplett. Und jetzt kann man die backstabben. Das geht natürlich auch bei, wenn da 20 Gegner sind. Guck, dreht sich sofort um. Kein Problem mehr. Ich meine, nicht, dass diese zwei Gegner jetzt so oder so irgendwie ein Problem gewesen wären. Aber ich glaube, das ist unterschätzt. Man spielt zu wenig mit solchen Skills rum, um mal rauszufinden, ob das gut ist. Hier kommt bestimmt was, guck. Und, was macht er? Geht da drauf. Easy, Backstep. Absolut unterschätzter Skill. Hier. Ja, schön die Wand anhauen. Und Backstep. Keine Probleme mehr mit irgendwelchen Gegnern. Hier. Guck. Ist das nicht geil? Leider bleibt es nicht so lang. Ich weiß, ich habe noch nicht mit Talismanen rumgespielt, ob man da vielleicht die Verweildauer ein bisschen erhöhen kann. Ja, natürlich kann man die Frage stellen, braucht man es wirklich? Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Situationen gibt, wo es mal irgendwie nervig ist. Und das hilfreich sein kann. Was ist denn mit dir los? Ist der da völlig aus dem Hinterhalt? Naja, also so viel zu den Neuigkeiten. Vielleicht ergibt sich irgendwann die Situation, wo wir da auf dieses Katana, auf diesen Skill nochmal zurückgreifen. Ansonsten habe ich hier Relanas Zwillingsklingen, habe ich auch hochgelevelt auf plus 9. Kennt man natürlich schon. R1-Attacke und R2-Attacke. Auch sonst eine sehr schöne Waffe. Okay. Ja, das war so das, was ich gemacht habe. Ansonsten bin ich jetzt hier neu in diesem Dungeon und den haben wir ja auch ehrlich gesagt noch gar nicht richtig gemacht. Und jetzt geht's los mit normal Elden Ring Let's Play. So, was ist hier? Ach so, übrigens bin ich jetzt wieder online. Das ist eigentlich scheiße, weil dann werden wir ja wieder die ganzen Symbole da unten angezeigt. Was massive Spoiler sind. Wo macht man das denn hier? Deshalb will ich eigentlich offline spielen. Aber ich glaube, jetzt muss ich neu. Jetzt muss ich wieder raus, ne? Ja, die Nachrichten selbst sind mir auch egal. Es geht mir eher darum, dass das trotzdem halt anzeigen kann, wo irgendwas ist. Und das finde ich halt scheiße. Ich will das gar nicht. Also wenn da irgendwie, wenn du irgendwo langläufst und dann sind da 20 Zeichen auf dem Boden, dann weißt du schon automatisch, okay, hier ist irgendwas oder hier passiert irgendwas. Und das alleine ist dann schon teilweise nervig genug. Und deshalb mache ich die beim ersten Blind Let's Play gerne aus. Also ich habe übrigens
in einer Phase, sagen wir, ich war nicht ganz nüchtern, wollte aber trotzdem, hatte ich wieder irgendwie Bock auf Elden Ring, wollte aber natürlich auch keinen Progress machen. Also was habe ich gemacht? Ich habe einfach nur Seelen gefarmt die ganze Zeit und habe dann mir Schmiedesteine davon gekauft. Ich hatte am Ende irgendwie für 4 Millionen Seelen habe ich mir Schmiedesteine gekauft. So dass ich jetzt nahezu alle Waffen bis auf die letzte Stufe, wo es ja nur begrenzte gibt, aufleveln kann. So einen Scheiß mache ich, wenn ich zu viel Zeit habe. So. Was hier? Da ist not open from this side. Ist ganz schön dunkel. Ja, genau. Es gibt ja für Spezialwaffen und für normale Waffen für die letzte Stufe, also entweder plus 10 oder plus 25, gibt es ja leider nur begrenzte Upgrade Materials. So dass man nur eine Handvoll Waffen wirklich auf die Endstufe bringen kann. Was ist denn eigentlich mit der Tür? Habe ich die schon probiert aufzumachen? Ach, geht gar nicht auf. Okay, wir müssen sogar hier lang. Aber meistens macht so, also es ist natürlich nice to have, wenn eine Waffe Max-Level ist, aber man kommt auch ohne Max-Level ganz gut durch. Ja, den hätte ich mir gerne geschenkt. War hier nicht noch einer? Das scheint mir hier der erste richtige Legacy-Dungeon zu sein, oder? Ich weiß nicht, ob dieses Relana-Ding schon als Legacy durchgeht. Wo war der denn? Ja, schlecht gerollt, ich weiß. Sind da Kerzen drin? Ja, das ist ja echt ganz schön. Dann hat mir einer in den Comments geschrieben, sorry, ich habe jetzt nicht mehr den Namen im Kopf, aber er hat mir gesagt, mit Mox Shackle, ich hoffe es war Mox, kann man unsichtbare Wände in einem großen Radius einfach enttarnen. Kann das jemand bestätigen? Wusste ich noch nicht, finde ich eine ziemlich geile Idee. Können wir hier rein? Ja. Was natürlich echt richtig geil ist, weil man sich dadurch natürlich erspart, ständig dumm gegen die Wände zu hauen. Aber wusste ich nicht. Also vielen Dank für den Tipp. Einfach ab und zu immer mal hier den machen. Das Problem ist natürlich, dass man dann auch... Oh, what the fuck? Dass man dann natürlich auch Wände wegzaubert, ohne die überhaupt gesehen zu haben. Dann weiß man gar nicht, dass es so eine Wand war. Weißt du, wie ich meine? Von wo denn? Da oben, ihr Spackos, ey. Alter, da oben seid ihr Feiglinge. Ich gehe erstmal hier lang. Aus Gründen. Geil, hier geht's runter. Okay, aber wir checken erstmal alles hier in der Ebene. Also diese Memes mit den Smithing Stones, da ist schon was dran. Das kann man nicht ganz von der Hand weisen. Die wollen natürlich, dass man die Waffen auflevelt, aber ich denke mir halt, okay, wer in den DLC geht, also höchstwahrscheinlich das Main Game durch hat, der sollte doch mittlerweile wissen, dass man die Steine einfach kaufen kann. Insofern, naja,
So, sind die denn schon wieder da? Oder sind das neue? Ein bisschen was von Liondell. Wer jammert da? Ich erlöse dich von deinem Leid. Oh, es ist Putter. Das ist eine Faustwaffe. Sieht so geil aus. I love it. Die schlau genug sind, auf die andere Seite zu gehen? Ich glaube nicht. Nix. Kann ich euch da hochkommen? Und hier ist eine Treppe. Silverhorn Tender, was ist denn das? Habe ich sogar schon. Temporary Boost Item Discovery, okay. Ja, das ist übrigens auch schade, wenn man Arcane runterschraubt zugunsten von Dex. Dass natürlich die Item Discovery ein bisschen runtergeht. Arcane beeinflusst das ja, aber gut, man kann nicht alles haben. Also man kann schon, aber es ist enorm zeitaufwendig. Hey, remember me? Remember me? Aber okay. Ach, das liebe ich ja. Es ist so schön. Dieses Spiel ist so toll. Noch hier auf den Dächern. Es gibt so viel zu entdecken. Es ist ja ein richtiger großer Dungeon hier. Wie toll, wie toll, wie toll. Und verschlossen. Da können wir auch auf die Dächer. Man sind sogar Teppiche auf den Dächern. Das ist dekadent.
können hier nicht auf Pferdchen, ne? Ne. Wird schwer, kommen wir nicht darüber. Anderen Seite vielleicht. Hui. Was ist da? Ist der Boss. No. Okay. Was ich übrigens auch gelesen habe, und das hat mich fast am meisten verblüfft. Wir kennen ja alle diese Fragmente, die man jetzt sammeln muss im DLC, um stärker zu werden. Und alle haben Probleme, die zu richtig auszusprechen. Scatter Tree, sagen viele. Tatsächlich, das C wird zu einem, also ihr müsst euch das als Shadow Tree, Scatter Tree ist einfach Shadow Tree Fragments. Nur anders geschrieben. Das ist einfach Shadow Tree, nicht Scatter Tree. Mind fucking blown. Shadow Tree. Wie Shadow. As in Shadow. Gut. Wieder was gelernt. Okay, hier komme ich nicht weiter. Da waren wir. Da oben kommen wir irgendwann hin. Der scheint ja riesig zu sein, der Dungeon, ey. Wow. Aber hier geht es jetzt erstmal nicht weiter. Da auf die andere Seite würde ich natürlich gerne irgendwie kommen. Da unten ging es noch runter, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich schätze, da kommen wir dann später irgendwie hin. Sollen wir da erstmal runtergehen? Kriege ich so Kanalisations-Vibes natürlich. Rein in die Gülle. Okay, aber ist nicht viel los hier unten. Obwohl. Locked. Ja, nun, also kommen wir irgendwie von irgendwo anders rein, offensichtlich, oder wir brauchen einen Schlüssel. So geil aus mit dem Schleier da im Hintergrund. Wie geil das einfach aus. Ich liebe es. Okay. So, jetzt einmal hinsetzen. Freshen. So, hier war ich doch. Hä, wo geht's denn jetzt weiter? Ich bescheuert? Hä? Da? Da war zu?
Ach, hier oben, okay. Oh oh. Das wäre auch souveräner gegangen. François Souverän. Horned Warrior Greaves. Vögel. Brr, brr. Brr, 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 brr. Oh, Schuss, Schuss. Schußvögel. Diese Schußvögel. Seine Schußvögel. Wer bist du denn? So. Finde ich total geil, diesen Style mit diesen orientalischen Teppichen eingedeckt, so ein bisschen, wie hieß nochmal der Künstler, der den Bundestag eingehüllt hat, Castro? Nee. vergessen, wie der hieß. Christo, genau, nicht Castro. Christo, genau. Ach nee, guck. Kleiner Hinterhalt, ey. Fidel Christo. Section 9, danke für 23 Monate. Boi. Immer gut. Okay, da werden wir mit einem Sprung natürlich nicht hinkommen. Das wird auch nicht klappen hier. Hm. Ja, der Dungeon gefällt mir auf jeden Fall. Ich muss hier mal kurz... Ich habe das Gefühl, es ist sehr dunkel bei mir. Ist schon auf 10 und ich sehe trotzdem Image to the right. Kann man noch defaultmäßig bei der PlayStation irgendwas heller machen? Nee, ne?
Es ist jetzt schon auf plus 10 und ich sehe rechts das Symbol auf jeden Fall nicht. Hm. Und guck mal, das wäre Default, das wäre noch dunkler. Geronimo! Alter, guckt euch an, wie geil es einfach nur aussieht. Fotomodus, Fromm. Helligkeit passt. Okay, dann liegt es am TV. Warte mal, vielleicht habe ich einen falschen TV-Modus. Was ist hier los? Was ist das? Habe ich es hier vielleicht? Bildmodus Spiel? Ich gehe mal auf Spiel, weil ich dann hoffe, dass ich da die geringste Latenz habe, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Bild. OLED-Licht, Helligkeit hier. Können wir noch ein bisschen hoch. Schärfe 20, Farbtiefe. Da habe ich gar keinen Plan von so einem Shit. Ganz ehrlich. Bisschen die Helligkeit hochgemacht. So. Das sieht ja schon besser aus. Hier können wir hoch. Guck. Nee, doch nicht. Doch. Ich zeige euch, erinnert mich dran, dass ich am Ende des Streams euch noch zeige, wo ich wahrscheinlich als weltweit Erster eine Nachricht hingepackt habe. Nice try. Wer sie findet, na gut, wenn ich sie euch zeige, dann werdet ihr sie natürlich auch finden, aber... Well Depths Key, das ist hinten der Schlüssel. Sehr geil. Und das hier sieht aber aus, als ob... Ach doch, da bin ich runtergekommen, da bin ich hochgekommen, da ging es auch noch rechts runter. Verstehe. Da kannst du es auch sogar noch weiter hoch. Komm. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Yes. Nein, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Oh, nicht runterfallen. Knapp Kiste. Smithing Stone 2. Oh ja, cool. Damit kann ich mein Short Sword aus Stunde 1 aufleveln. Lächerlich. Komm her. Ey, der Stagger von dieser L2-Attacke ist einfach absolut crazy. Und dafür, dass das nur so ein dünnes Schwert ist, was fast nichts wiegt. Echt geil. Ja, der Impaling Thrust. Übrigens, ich will hier nicht zu sehr eine elitäre Elden Ring FromSoft-Diskussion aufkommen lassen. Aber es ist ja schon klar, dass Elden Ring das mit Abstand erfolgreichste FromSoft-Spiel ist und im Mainstream angekommene FromSoft-Spiel eben ist. Und wenn man sich so die Kritiken im Internet so durchliest und weiß ich nicht was, ich habe jetzt neulich, hat einer ein Video gemacht,
und hat gesagt, und das war irgendwie playing Dark Souls 1 for the first time after finishing Elden Ring. Und dann hat der Dark Souls getrashed. Was für ein Scheiß das wäre und so weiter. Und da muss ich sagen, das triggert mich. Ich will jetzt nicht sagen, hier dürfen nur Leute, die schon alle... Oh. Wenn das mal nichts für unseren... So, das wollte ich gar nicht. Kommt, nein, ihr bleibt... Jetzt guck mal, wie geil die hauen ab. Das ist ja lustig. Oh. Ihr wollt mich nur zu Mama locken. Noch mehr Mama. Ah, Papa. Ja, und was ich halt eigentlich sagen wollte, ist, das zeigt halt so, dass halt viele Leute mit Elden Ring dazugekommen sind. Was okay ist, wie gesagt, ich habe hier nicht den Anspruch zu sagen, ihr habt noch nicht Demon's Souls auf der PlayStation 3 gespielt. Also so soll es nicht rüberkommen. Aber ich finde halt schon irgendwie... Es triggert mich. Es triggert mich einfach, wenn man den Vorgängern von Elden Ring sozusagen alles abspricht, was Elden Ring ja diesen Spielen auch ein Stück weit zu verdanken hat. Plus, ich teile die Meinung natürlich einfach nicht, weil ich finde, dass die dass Demon's Souls auf der PlayStation 3 spielt sich immer noch fantastisch. Also, ja, keine Ahnung. Hat mich auf jeden Fall genervt. Und ich habe das Gefühl, dass halt viele Leute dazugekommen sind mit Elden Ring. Und, ja, dadurch vielleicht auch schon so ein bisschen verwöhnt sind, auch so als diese Schwierigkeitsgrad-Diskussion aufkam für den DLC, wo man ja auch zu Recht gesagt hat, ja, ey, DLC bei FromSoft war halt schon immer schwer. Und viel schwerer als das Main Game. So muss es ja auch sein, weil du hast das Main Game ja durch, du hast alle Waffen geupgradet, du bist irgendwie hochgelevelt und so. Du willst ja auch eine Challenge, du willst ja dann nicht in den DLC rein und den irgendwie so im Vorbeilaufen alles umhauen und nach 2 Stunden ist alles wieder vorbei, also. So, Leute. Ist unter diesem Aufzug was oder nicht? 1, es ist was unterm Aufzug. 2, es ist nichts unterm Aufzug. Also es ist ziemlich eindeutig. YouTube und Twitch sagen, hier ist nichts. Wer euch da nicht mal irrt. Okay. Ja, es ist leider so. Eines Tages, Leute. Eines Tages, Chat. Da wird das alles anders aussehen. Oh, Shortcut. Ich weiß, wo das hinführt. Nices Level-Design. Stark. Ich habe mittlerweile übrigens auch schon die verrücktesten Relana-Fights gesehen. Also wenn ihr meinen Relana-Fight sehen wollt, mein Parry-Fight, wie ein absoluter Profi, habe ich sie in Grund und Aschen geparried, in Grund und Asche geparried. Aber für alle, die Schwierigkeiten haben mit Relana, ich zeige euch das Geheimnis. Also, es ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr, aber ich habe ein Video gesehen. Und zwar benutzt ihr einfach
dieses Schild hier. Ist es das? Ja. Das Erdtree Great Shield. Beziehungsweise jedes Schild mit Golden Retaliation. Und hier mit dem Schild könnt ihr einfach alle ihre dummen Zaubersprüche pam zu ihr zurückschießen. Und dann geht die ruckzuck down. Ich habe ein Video gesehen, ich habe meinen Augen nicht geglaubt. Ich habe mich hier abgemüht mit irgendwelchen Parry-Mustern auswendig lernen und so weiter. Da brauchst du einfach nur hinstellen und die ganze Zeit ihre Zaubersprüche zurückzuschießen. Absolut Wahnsinn. Klappt, ich habe das Video gesehen. Ich habe selber natürlich nicht ausprobiert, weil ich sie halt, wie gesagt, geparried habe. Aber wer Probleme hat mit Relana, kann das gerne mal probieren. Das sah zumindest in dem Video, was ich gesehen habe, super easy aus. Also fast schon unverschämt. So, hier waren wir. Da war Vogel 1, Vogel 2. Da unten können wir halt noch runter droppen. Alter, ist das groß und unübersichtlich, der Dungeon hier. Da unten geht ja auch noch einiges. Da oben, da unten. Wir können noch in den Dings rein. Können hier oben weitergehen. Richtig geiler Dungeon, ey. So muss es sein. Den musst du wahrscheinlich dreimal durchlaufen, um sicher zu gehen, dass du alles gefunden hast. Auch hier, das sieht doch so aus, als ob da noch irgendwas ist. Aber vielleicht auch nicht. Mit Pferdchen könnte man hier noch krasser erkunden, aber könnte. Nee, da kommst du nicht hoch. Kommst du nicht hoch. Da irgendwie. Huch, habe ich mich erschreckt. What the fuck? Nee, da kommst du nirgendwo hoch. Sollen wir hier mal runterhüpfen? Oder sollen wir hier oben lang gehen? Ich geh erstmal oben lang. Weil man weiß ja immer nicht, wenn man irgendwo runterspringt, wann man wieder hoch oder ob man überhaupt wieder hochkommt. Ich habe übrigens auch einen sehr schönen Spot beim Rumdaddeln entdeckt. Oh, was ist denn hier? Lol. Ach, das ist von dem Vogel, den ich da getötet habe. Meiner Meinung nach habe ich den schönsten Fotospot im Spiel gefunden oder einen der schönsten. Und dann habe ich mir überlegt, ey, ich denke das so oft bei dem Spiel. Oh, ist das der schönste Spot hier? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht machen wir irgendwann mal so ein Preisausschreiben. Sagt man das noch? Preisausschreiben? So ein Gewinnspiel oder so. Mach das schönste Foto. Also da zählt natürlich alles mit rein, ne? Hä? Also da gehört auch Fashion Souls mit dazu, ne, Leute? Oh Gott. Das war vielleicht schlecht. Shortcut, no problem. Aber irgendwie insgeheim, wenn ich Elden Ring spiele so und durch die Länder streife, und ich streife oft durch die Länder,
einfach nur so. Und dann denke ich wieder, okay, das ist der Perfect Shot. Das ist der perfekte Hintergrund. Das habe ich auch schon oft gedacht. Es gibt einfach so viele geile Landmarks und geile... Einfach so geile... Hintergründe und irgendwie... Einfach geil. Mark, wer bist du denn? Spätestens jetzt müssten doch deine Homies irgendwie sich denken, okay, vielleicht sollten wir den nicht angreifen, aber nö. Ich falle! Ich lebe! Oh! Wo bin ich? Ach, guck mal, so kann man hier auch reinkommen. Ich bin der Beste. Das ist schon wieder Topf geil. Soll ich den jetzt mal killen? Eben hat er sich einfach verpisst. Golden Horn Tender und Reverend Spirit Ash. Ein Shadow Tree Fragment wäre geiler gewesen. Ach, come on. Leck mich doch. Ja, nur weil der erste nicht connected hat, obwohl eindeutig da eine Connection war. Nee, ja, okay, es steht 2-0, aber mit einer ähnlichen VAR-Entscheidung wie gegen Dänemark. Also, ich finde, da hätte ich gerne nochmal ein VAR drüber gucken lassen, ob da nicht eine Berührung stattgefunden hat. Meiner Meinung nach hat eine Berührung stattgefunden. Jetzt krieg ich schon wieder Bock, den zu parryen. Übrigens, aus Langeweile habe ich meinen Buckler auch auf Level 24 gemacht. Was kompletter Quatsch ist. Aber warum nicht? Die Farm? Huch! The fuck, wo kommst du denn her? Nix gedropst, ey. Es ist schäbig. 2-1 steht's. Aber nach Style-Punkten liege ich vorne auf jeden Fall. Da unten müssen wir auch noch alles abchecken. Nicht vergessen, dass du mir in den Rücken geschossen hast. Gut, wir gehen weiter. Dass hier irgendwas ist, was man
In so ein Topf. Nee, ne? Ich glaube nicht. Oh, weiß es nicht. Wir mock-shackeln kurz einmal. Einfach so. Ja, die halten aber gut was aus, ey. Ein bisschen unterschätzt. Hat mich 2 Flasks gekostet. Hä? Was ist jetzt das? Kann ich da drauf jumpen? Will ich da drauf jumpen? Aber wie gesagt, die Regel bleibt, ich bleib dabei, ich springe immer erst runter, wenn ich oben alles abgesucht habe. Das war knapp. Die zaubern nämlich da, wo man steht, den Schaden hin. So wie man hier gerade sieht. Das hätte mich fast getötet. Könnte ein Hinweis schon auf den Endboss sein. Oft ist das so, dass die Gegner in der Map ja schon so ein bisschen... Reverend Spirit Ash. Alter. Gib mir doch Shadow Tree Fragments. Dass die Gegner natürlich in einem Dungeon schon ein bisschen Foreshadowing machen von dem, was dann die Angriffsmuster des Bosses sind. Klassisches Mario Miyamoto Gameplay. Aber ich weiß es natürlich nicht. Oh ja, die Backhand Blades sind auch richtig geil. Backhand Blades, auch eine meiner Lieblingswaffen. Was ist hier? Backhand Blades hier. Mit dem geilen Blind Spot. Eine der besten Angriffsaschen, die es gibt. Blind Spot. Somber Smithing Stone 1. Ihr wollt mich wohl versavagen, ey. Wie geil das hier aussieht, wie die Spinnen da hängen. Guck mal. Zweiter Buch, okay. So viele Optionen. Jumpen wir da runter, dann könnten wir einmal diese Ebene quasi klären. Ich habe keinen Shortcut. Ach, hier ist ja eine Leiter, guck mal. Können wir einfach gefahrenlos runter. Was ist das denn hier?
Broken Rune. Was ist? Was soll das sein? Goldwasser? Was ist das? Säure? Das ist wie Mezzo-Mix. Abwasser. Ah, okay. Naja, ah, sag ja, Mezzo-Mix. Trinkt ihr gerne Mezzo-Mix? Ich weiß, ich finde das viel zu süß. Selbst ohne Zucker ist es süß. So wie ich. Ein süßer Boy. Was kostet hier so viel Energie, ey? Ich glaube, ich muss den Spitter hier erstmal wegmachen. Ich habe auch mal mit Poison Builds ein bisschen rumexperimentiert, aber not a fan, muss ich sagen. Poison Builds echt bislang ziemlich crappy, meiner Meinung nach. Einfach auch, weil Poison zu wenig Damage macht. Verglichen mit anderen Nebeneffekten. Okay, hier ist absolut nur Crap, das kann doch gar nicht sein. Das ist ja absolut traurig. Das ist ja wirklich schäbig hier unten. Da hätte man auch mal eine Waffe oder irgendwas. Von mir aus ein Schild, mit dem man nicht spielt oder so, aber irgendwas. Give me something, FromSoft! Also das ist doch komplett hier, was ist denn hier? Muss doch irgendwas Geiles sein, das gibt's doch gar nicht. Ich kann es überhaupt nicht fassen. Dieses ganze Areal. Als ich also neulich so durchs Main-Game geritten bin und einfach ein bisschen rumgequatscht habe, habe ich tatsächlich immer wieder noch Sachen entdeckt, Items, die ich nicht hatte. So, jetzt waren wir tatsächlich unten. Da links gehen wir jetzt, da ging es nicht weiter. Okay, dann gehen wir erstmal nach oben. Hier ist nix, wie es aussieht. Okay. Check, check. Hier ist Spidey. Interessiert uns auch nicht. Haben wir schon gekillt. Wie viele Stunden habe ich in Elden Ring? Ich glaube so 350 oder so. Ach du Scheiße, was bist du denn? Oh, ein Schießer. Ich treffe ihn halt nicht. 7-mal daneben geschlagen. Wow. Mann, Mann, Mann. Was waren das für Luftlöcher, die ich da geschlagen habe? Nochmal passiert das nicht. Hoffe ich. Aber fairer Rücksetzpunkt. Das ist nicht mehr das FromSoft, wie ich es kenne.
Wieso lebt der noch? Sag mal, gut jetzt. Curseblade Mask. A mask affixed with crown of tangled horns. Worn by those who would invoke divinity. Divine invocation heightens the dexterity of the wearer. Ach du Scheiße, das ist ja furchtbar. Das macht die Flask schlechter. Es gibt übrigens einen Talisman, der übrigens sehr wertvoll ist, glaube ich. Hier könnte ich auch mal noch ein bisschen optimieren. Welcher ist denn das, den ich euch zeigen wollte? Okay, da gibt es noch eine bessere Variante offensichtlich. Boost HP Restoration from Flask. Also du kriegst mehr Energie zurück von deiner Flask. Und wenn du da den größeren Talisman hast, dann könnte das richtig sinnvoll sein. Weil das ist einfach, als ob du mehr Flasks hast, logischerweise. Hier, das frage ich mich. Spell Effect Duration, ob sich das auch auf den Zauber, wo die dann auf diesen Schattengeist schlagen, auswirken. Aber es ist ja technisch gesehen kein Spell, deshalb. Es ist alles gut. Riecht hier schon nach Boss Room da oben. I have a bad feeling about this. Eieiei, das ist doch hier schon Boss. Das ist doch schon Bossy Boss, das sehe ich doch schon. Ist das? Alter, wer bist du denn? Ah, das sind die, die immer an dem am Feuer stehen, oder? Okay, Boss, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Mm.
Ich glaube, die Beastclaw wird schwer in einem Bossfight. Tatsächlich, wenn der irgendwie schnell ist. Haben wir den Putter Thrust? Könnte ich mir vorstellen. Ah, ich weiß, wer es ist. Ist der Lion King aus dem Trailer. Geil. Oh oh. Alter. Er sieht richtig scary aus irgendwie. Scary Eyes. Divine Beast Dancing Lion! Dance with me! Was passiert hier? Kamera! Ich sehe nix! Dreimal geheilt! Warum? Alles explodiert! Wow, wow, wow! Holy shit, bang! What the fuck? Line? Alter. Komm ich auch mal zum Schlagen oder was? Alter, ich raff gar nichts, ne? Er macht 700 Attacken, die irgendwie überall treffen. Jetzt. Ey Leute, ich wollte den letzten Treffer hier mit meinem Magic Blade machen und ich habe keins mehr. Hier, null. Normalerweise kann ich die super schnell rausfeuern,
Aber ausgerechnet jetzt, in dieser Situation, habe ich keine mehr von meinen Crystal Darts, von denen ich normalerweise unzählige habe. Und ausgerechnet in dieser Situation, das kann man sich ja nicht ausdenken, jetzt habe ich wieder welche. Hier, das hätte gereicht, den wollte ich schnell werfen. Und er hatte keine mehr. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Und wir wissen alle, dass ich jetzt wieder 200 Versuche brauchen werde. Alter Schwede. Ist das nervig. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt psychisch gebrochen. Weil ich keine Blades mehr hatte. Ich fass es nicht. Es wäre so cool gewesen. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Ich kann das jetzt gerade einfach nicht verarbeiten. Wirklich, ich bin, weiß ich nicht. Jesus Christ, was ein Scheiß. Das Geistersäure? Alter, was geht hier? Nee, ich bin gerollt. Jesus. Mann. Frisst er mich? Nett, dass er gewartet hat. Kamera, hallo? Ey, ich raff gar nichts. Hat er sich geheilt? Ey, das ist so unfassbar. Ich komme nicht drauf klar, was gerade passiert ist, Leute. Ich komme da wirklich nicht drauf klar. Warte mal. Ich glaube, Cold ist bei dem auch nicht angebracht.
Jesus Christ. Okay, wer rechnet das jetzt aus? 200, 440 plus 300, 700. Ich kann das nicht ausrechnen, Leute. Scheiß Quality besser. Jesus Christ, ey. Es wäre so cool gewesen, ey. Es fuckt mich so ab. Ja, ich weiß, es hat nur ein HP gefehlt und der hier. Ich hatte keine Pfeile mehr im Köcher und ich keine Wurfdolche mehr im Köcher und ich hab's nicht gemerkt. Und es fuckt mich richtig ab, Leute. Wo ist denn jetzt hier die Scheiße? Wo ist denn jetzt die Scheiße mit der Scheiße normal da? Alter. Da. Alter, was? Ich hasse es, wenn das Buffen länger als der Kampf ist. Nein, was mache ich denn? Sag mal, bin ich dumm? Ich bin völlig von der Rolle seit dieser Aktion jetzt. Ich muss mal wieder in mein Game finden jetzt. Wieso grabt er mich da? Ich raff das nicht. War doch überhaupt nicht in Grab-Distanz. Ja, gut, da kannst du natürlich wenig machen. Der Boss ist kein mieser Wichser, ich hatte ihn eigentlich first try. Und dann wäre ich jetzt hier und hätte gesagt, Leute, Deutschlands weltbester Let's Player der Welt, ey, ganz ehrlich, womit ihr euch aufhaltet, da habe ich gar keine Zeit für, drüber nachzudenken. Aber wegen einem so einem scheiß Magic Dagger, den ich nicht im Gepäck hatte, sieht es jetzt so aus, als ob ich genauso skilllos bin
wie ihr. Er gibt es doch gar nicht. Wichtig treffe. Was? Man weiß hier überhaupt nicht, wo es oben, unten, links, rechts. Was soll ich? Sehe nur irgendeinen Knäuel in der Luft schweben und Scheiße aus allen Öffnungen kommen. Probieren wir mal die Waffe jetzt hier. Probieren wir es mal mit Staggern. Kein Bock auf Buffen. Buffen the Vampire Slayer. Ja, den sollte man natürlich direkt nicht fangen. Warum machst du nichts? Hab ich nicht gedrückt? Falsche, falsche! Ey, wieso flaskst du nicht? Alter, erst die falsche Flasche ausgewählt und dann nicht den Knopf richtig gedrückt. Wie schwer kann man sich's machen? Oh Gott, war das ein schlechter Versuch. Ich schäme mich für mich selbst. Das darf alles nicht wahr sein, ey. Es ist eigentlich nicht die Realität. Das ist in einem alten. Das ist hier ein alternatives Universum, was hier gerade stattfindet. Es ist doch nicht die Possibility, ey. Alter, ich raff nix. Das ist so eine Drecksattacke. Ja, Bodenscheiße. The fuck is going on here? Grab.
Was greift einen denn hier an? Alter, wie viele unterschiedliche Attacken der einfach hat. Das ist wirklich lächerlich. Ey, der hat eine... Wie viele unterschiedliche Attacken hat der bitte? Du weißt ja nie, was kommt. Du weißt ja nie, was kommt. Einfach 20 unterschiedliche Elemental Attacks. Was geht? Und diesen Grab raff ich auch nicht, wenn ich wüsste, wo dieser Grab-Spot ist, aber ich weiß es nicht. Der komische Grab von ihm, wo er mich auf ist, nicht so ganz durchschaut. Oh, schlechte Reflexe. Jetzt zuckt's an der Nase. Ja, der Grab, das ist halt einfach lächerlich. Also ganz ehrlich. Ich war 10 Meter weg. Ich war 10 Meter weg. Okay. Jetzt habe ich ihn aber wenigstens mal gesehen, wie er funktioniert. Oh, ja, natürlich. Ja, natürlich. Was eine Scheißattacke, ey. Ich muss sagen, der macht deutlich weniger Spaß als Relana. Ich finde ihn deutlich einfacher als Relana. Er macht deutlich weniger Spaß, weil er einfach nur so ein bisschen random ist. Man sieht es, erster Try, fast
gekillt, dann Tries, wo du fast gar keinen Schaden machst. Was einfach daran liegt, dass er komplett komische Angriffe hat. Man einfach überhaupt nicht weiß, wann er was macht. Kamera, absolute Katastrophe in diesem Fight. Verzögerte Sprünge ist auch mal was Neues. Ich weiß gar nicht, wie das physikalisch eigentlich gehen soll. Dann diese unfassbare Grab-Attack. So, Plustromix, letzte Verwarnung für dich, dann gibt's ein Ban. Du gehst mir schon die ganze Zeit auf den Sack mit deinen Kommentaren. Überleg's dir. Warte mal, wir machen mal doch die Krallen. Beastfight. Ah, dann kommt der Blitzstrahl. Jetzt geht's wieder crazy zur Sache. Ich raff nix mehr. Raff nix hier. Mann, ich komme nicht aus dem scheiß Damage-Ding raus. Hier, was geht denn ab, Alter? Wie soll man denn so noch kämpfen? Jetzt mal ehrlich. Der fliegt durch die ganze Arena, Alter. Scheiß Nase kratzen in diesem Kampf.
Dancing Dragon uses camera on player. Ich raff nix. Alter, was? Annoying fight. It's an annoying fight. I gotta say. Ich sehe nichts. Was ist das für ein Bossfight, Leute, ey? Rafa, es ist einfach. Es ist nicht der beste Boss von FromSoft, sorry. Das ist ja weit weg von Sekiro Bossfights. Naja. Was machen wir? Suchen wir mal wieder Bonk. Das geht nicht. Okay, warum? Heavy Load. Oh, dieser Grab ist so nervig. Ah, ich hatte ihn direkt gestaggert.
Ich sehe nicht. Ich sehe nichts außer einem komisch durchsichtigen Körper. Wie soll man so kämpfen, wenn du nicht weißt, wo du bist? Oh, cool, Chat. Vielen Dank, dass jetzt jeder seine Waffe reinpostet, die ich benutzen sollte. Das ist richtig cool. Ja, schreibt doch einfach jeder eine Waffe rein. Und ich benutze dann jeden Vorschlag von euch. Jeder Elden Ring-Spieler liebt das einfach. Weil ich es wage, mehrere Versuche für einen Boss zu brauchen. Nicht, dass es zum Spiel dazugehört, irgendwie rauszufinden, wie man einen Boss am besten macht. Sagt ihr es mir einfach, wie ich es machen soll. Oh, ich lebe. Okay.
Crap. Ja, ja. Oh. Hier, das ist so unfair einfach. Man rafft doch überhaupt nicht, was hier passiert, Alter. Ich hänge offensichtlich an irgendeiner Wand. Was ein annoying Endboss. Einer der schlechtesten, die ich je gehabt habe. Egal wie geil er aussieht. Das kann ja wohl nicht FromSofts Ernst sein mit dieser Kamera hier. Jetzt kann er mich auch grabben, wenn ich ganz nah an ihm dran bin. Hä? Was zum... Leute, hört doch mal auf, dauernd Vorschläge zu machen, was ich machen soll. Wirklich. Guckt doch einfach zu, ob es so klappt, wie ich es mir überlege. Ist das so schwer? Ich mache es halt nicht so, wie ihr es gerne hättet. Das ist doch auch okay. Es ist doch mein Let's Play, nicht euer Let's Play. Es gibt auch nicht so viele Sachen, die ihr wisst, die ich nicht weiß in diesem Spiel. Also lasst doch mich einfach so machen, wie ich will. Es gibt nicht nur einen Weg, der zum Ziel führt, das wissen wir doch. Und vielleicht gibt es effektivere, schnellere Wege, aber das ist halt mein Weg. Ich verstehe das alles nicht mehr.
eigentlich nicht. Treff den Fucker einfach nicht. Diese Kameraperspektive ist aus der absoluten Hölle. Diese Windattacken sind richtig scheiße. Da weiß man doch überhaupt nicht, wo er eigentlich trifft. Hier. Okay, jetzt habe ich es gesehen. Falsche Taste. Auch hier jetzt, da weiß ich auch wieder nicht, was trifft hier eigentlich. Okay. Okay, ich habe aber in dem Try ein bisschen was gelernt, auf jeden Fall. Bisschen mehr über die Attacken gelernt. Nur das Problem war, jetzt zu wenig Damage gemacht. Bin mir noch nicht sicher, ob die Keule wirklich... Sie staggert ihn zwar gut, aber braucht natürlich auch immer eine Weile. Der Schuss? Nee. Random Blitz. Ah, ist der Blitz. Jetzt kann ich angreifen. Heil mich. Dumm. Seh nix. Scheiße.
Jetzt kommt wieder Windkacke. Nicht getroffen. Jetzt kommen die Windschüsse. Scheiße. Jetzt kommt Eis. Weg. Weg. Zu gierig. Ja, ich komme nicht mehr aus dem... Ich krieg keinen Abstand zu ihm. Ah, zu langsam reagiert. Er geht weg. Okay, der war verdeckt. Was war das? Zwei, dreimal daneben geschlagen, dann war es das auch schon. Vielleicht hätte ich da auf eine andere, schnellere Waffe am Ende wechseln sollen. Beast Claws vielleicht am Ende hätte geklappt. Ich komme halt nicht so richtig an ihn ran mit der dicken. Ja, jetzt hoffe ich es wieder nicht. Was passiert? Dagger verpasst. Nice. Ja, wir sind noch im Game. Das ist halt einfach, weiß ich nicht. Okay, ich probiere mal was anderes. Was haben wir denn noch? Ja, das mal so. Es ist viel zu lang, oder? Die Special Attack. Ja, genau.
denn das für eine scheiß Kollisionsaufgabe, Mann? Fünfmal sehe ich, wie das Schwert in ihm verschwindet und kein Damage macht. Scheiße, einfach nicht. Guck mal, dreimal daneben schon. Drei. Ja, das muss man einfach lieben in dem Spiel hier. Horsefrog Stump geht mir auf den Sack, ey. Da geht er down, Leute. Oh, er lebt noch! Jetzt, okay. Easy. First try. Remembrance of the Dancing Lion. Ja, ich sag's ja. Der Impaling Thrust. Manchmal sind's die ganz unspektakulären Skills. Aber der hier. Straight nach vorne. Relativ schnell. Nicht zu fancy. Hab damals damit zweimal geschafft zu staggern. Divine Beast Head. Passt. Jackie Boy! Ich hab ihn! Ey Jack, ohne Scheiß, spul mal zurück an den allerersten Versuch in diesem Kampf. Jack, Jack, wirklich, Jack. Ich hatte ihn eigentlich first try, okay? Er hatte keinen Millimeter Energie mehr und normalerweise finish ich dann hier mit meinen Magic Darts, die ich einfach jederzeit aus der Hüfte feuern kann und ich hab immer 40 Magic Darts. Und ich hatte keinen mehr. Und ich stehe da, er steht hier gegenüber, ich stehe hier, er hat keinen Millimeter Energie mehr und ich denke, alles klar, jetzt einen richtig coolen Magic Dart und dann ist er weg. Und er greift sich hinten an die Po-Tasche und hat keinen Magic Dart mehr und ich sterbe und jetzt habe ich nochmal 30 Versuche gebraucht. Es ist unfassbar, es hat mich fast gebrochen. Danke, Mann, Jack. Ich muss sagen, ich fand den Boss nicht geil. Also er sieht natürlich geil aus, aber der hat absolut keinen Spaß gemacht. Das ist komplett random.
Er fliegt durch die Arena, er hat 20 verschiedene Angriffe, Wind, Eis, Lightning. Wenn du ihn anfokussierst, geht er so hoch, dass du die Übersicht verlierst. Er dreht sich um sich, er hat Area of Effect, er kann quasi fliegen, er kann aber auch verzögert fliegen. Er hat diesen Grab, also aber am schlimmsten ist das Durcheinander. Gerade wenn er dann irgendwie seine Blitzrollen macht und du einfach überhaupt nicht mehr weißt, wo du bist, wo der Gegner ist, was dich getroffen hat. Also dagegen ist Relana wirklich tausendmal besser. Also er sieht cool aus. Er ist auch eine kreative Idee auf jeden Fall mit den zwei Typen in diesem Kostüm. Aber ich kann nicht sagen, dass er Bock gemacht hat. Kann ich wirklich nicht behaupten. Jetzt gucken wir uns mal den neuen Hut an. Hut. Hut tut gut. Wo ist er denn? Da? Nee. Hä? Oathseeker Nighthelm? Nee. Was? Wo ist er denn? Da. Divine Beast Head. Ritual headwear in the form of a divine beast head used to perform the lion dance, worn by the very finest of the sculpted kisser at last. Alas, it no longer responds to the old wound. Divine invocation hates the storm. Ach, guck. Plus 4 Strengths, plus 4 Dex. Gibt das. Aber reduces the effect of Flask of Sacred Tears. Das wollen wir nicht. Aber wir gucken uns natürlich trotzdem an. Alter, der ist ja riesig. Oh mein Gott. Das ist natürlich schon sehr stylisch. Der sieht aber auch irgendwie bisschen creepy aus. And I will always love you. Ja, aber nee. Tut mir leid. Ich bin auch ein Styler. Also es muss auch immer irgendwie geil aussehen. Und ich habe ja gerade mein Beast-Bild, obwohl das könnte natürlich... Nee. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was ich da auf dem Kopf hatte. Doch. Black Wolf Mask. Wir gehen all Style. Also hier, ich kann es nur sagen, ne? Die Putterwaffe, die ich gefunden habe hier im DLC. So unscheinbar wie sie ist, also sie sieht natürlich absolut geil aus, weil es eine Fistwaffe ist. Aber guckt euch bitte an, wie schnell die ist. Was für eine krasse Kombo die hat. Und hier, der Impaling Thrust ist unfassbar strong. Und ihr seht es ja auch oben, er verbraucht kaum FP. Du hast ja gratis Stagger immer in der Hosentasche. Also kann ich nur empfehlen, wenn ich doch nur wüsste, wo ich die gefunden habe. Und zwar war das im DLC hier. Das war ja hier vor der... Irgendwo hier im... Nee, warte, wo war denn das? Das war hier irgendwo. Nee, hier. Prospect Town. Hier irgendwo in dem Gebiet war das. Um Prospect Town meine ich, oder? Nee, warte mal. Nee. Das war hier die Kreuzung... Das war hier irgendwo, hier oben irgendwo. Über dem Start war das, genau. Ja, genau, hier muss das gewesen sein irgendwo. Artist Shack, Church of Benediction, hier irgendwo war das. Weil wenn du da runter guckst, guckst du direkt auf das Feld vom Anfang. Irgendwo hier in dem Gebiet muss das gewesen sein. Müsste mal absuchen. Hier in dem Gebiet, in dem Kreis. Church of Benediction, war es da? Ja, dann war es hier in der Church of Benediction.
Wobei, da war, glaube ich, was anderes, oder? Egal. Irgendwo hier muss es gewesen sein. Und ja, levelt das schön hoch. Hat nicht die krassesten Stats. Ich weiß, es hat nicht die krassesten Stats. Wir haben hier nur 618 Damage. Ist es überhaupt... Ich weiß immer nicht, welche... R1 618. Aber wie gesagt, super schnell und das hier. Man hört schon am Geräusch, dass es geil ist. Wenn du eine Waffe, wenn du einer Waffe hörst, dass sie geil ist, dann ist sie auch geil. Die hat keine Blutung leider. Ich glaube, dann wäre sie imbar. Und man kann sie auch nicht infusen. Das ist die Scheiße. Sonst hätte ich natürlich schon längst auf Blut infused. Das geht leider nicht. Man kann die nicht... Also man kann die infusen, aber nicht mit dem Impaling Thrust, oder? Ich bin zu dumm. Das durchaus möglich ist, aber... Das fand ich nämlich auch komisch. Weil wo ist denn hier der Impaling Thrust? Normalerweise müsste man den doch... Also den hat sie per Default, aber den hat sie nicht als... Den hat sie aber nicht als Ash of War drauf. Finde ich ganz gut. Die hat auch nur ganz wenig zur Auswahl. Nee, du kannst gar nichts Blutendes da drauf machen. Du kannst hier, wie gesagt, das sind die einzigen Sachen, die man hier drauf machen kann. Aber wie gesagt, der Impaling Thrust ist schon das Geilste. Wähl mal den Standard, dann kannst du Blut. Hä? Wähl mal den Standard, dann kannst du... Ich kann ja hier nichts auswählen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier Kick mache. So, klar, dann habe ich Blut, aber dann habe ich ja Kick. Versteht ihr? Dann habe ich ja nicht mehr... Wisst ihr, was ich meine? So. Und wo ist jetzt... Impaling Thrust. Hier. Ich krieg den Impaling Thrust kriege ich nur, wenn ich keine Infinity drauf mache. Ich glaube, das ist extra. Weil ich glaube, wenn du Impaling Thrust und das Putter noch auf Blut hättest, dass es zu krass war, krass wäre. Ich fand es auch ein bisschen komisch. Aber so ist es halt. Aber wie gesagt, ihr habt es ja gesehen eben beim Boss, also ich komme mit der Waffe auch so ohne Blut klar und ja, hab theoretisch für Blut auch noch andere Waffen. Egal, so, wir gehen mal weiter, hier ist eh nichts mehr. Ach nee, halt, bevor wir jetzt hier weitergehen. Ich gehe hier noch nicht weiter, oder gehe ich schon hier weiter? Wir haben noch so viele Richtungen, in die wir gehen können. Oh, ich liebe es einfach so komplett, dieses Spiel. Nix unterm Aufzug, okay. Donsen! Donny Donsen! Deutschlands zweitbester Elden Ring-Player der Welt aus Deutschland. Donny Donsen, meine Damen und Herren. Donnylicious, schön, dass du noch an mich denkst. Mich raidest. Großer Fan deines Contents. Ich weiß alles über dich und deine Welt. Was weißt du über mich wirklich? Das ist die Frage. Wer ist der Beste? Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland ist immer noch... Das bin immer noch ich. So Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Von wem hat Dolly... Dolly. Von wem hat Donny eigentlich alles gelernt? This guy. Okay, vielleicht nicht alles, aber vielleicht hat er irgendwas von mir gelernt. Chat ärgert mich. Zockt Donny etwa so? Leute? Zockt Donny so Elden Ring? Wer nicht so Elden Ring zockt, hat Elden Ring nie geliebt. Okay? Okay? So, Leute.
Noch Fragen? Mein kleines Mittagsschläfchen jetzt hier. So, Leute. Wir machen weiter. Danke für den Raid. Schön, dass ihr da seid. Ein paar Minuten mache ich noch. Ich muss ja dann auch Fußball gucken. Aber jetzt ist natürlich alles so aufregend nach einem Bossfight. Hier ist eine große Tür. Und da wollen wir jetzt natürlich schon wissen, was dahinter ist, ne? Ach, fick dich doch mal mit deinen Revert Spirit Ashes. Wir benutzen doch keine Ashes. Warum gibt's keine Shadow Tree? Keinen geilen Shadow Tree Stuff. Jetzt gehen wir hier lang, dann hier rein, oder was? Da will ich noch nicht hin, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist mir hier... Das sieht mir schon zu sehr nach Endgame aus. Oha. Oh, können wir da etwa irgendwas machen? Nein. Ey, ich hatte einen krassen Glitch. Passt mal auf, den habe ich sogar aufgenommen. Ach so, ich wollte euch ja zeigen, wo ich eine Nachricht hinterlassen habe, wo keiner je zuvor eine Nachricht hinterlassen hat. Jetzt muss ich überlegen, wo das war. Das war... Nee, das sieht alles gleich aus. War das hier? Hier war das. Aber wie komme ich da am schnellsten hin? Ich zeig's euch. Und wenn ihr es schafft, da hinzukommen, dann lasst ein Like da, also bei der Nachricht. Ich behaupte, ich bin der Erste weltweit, der da eine Nachricht gepostet hat. Prove me wrong. Ich kurz ein bisschen einmal kurz vom Pferd absteigen. So. Und jetzt zeige ich euch. Jetzt zeige ich euch den geilen Scheiß. Nee. Wir müssen hier hin. Seht ihr da oben die Nachricht? In der Mitte des Bilds? Die ist von mir. Wenn ihr sie in eurer Welt seht, die ist von mir. Könnt ihr ja mal versuchen hinzukommen. Good luck. Millionen Menschen auf der Welt denken, da kommt man niemals hin. Aber da kommt man hin. Und jetzt zeige ich euch noch was. Wartet, wo habe ich hier meine Aufnahmen? Take Screenshot, Save Recent. Wo kann ich? Media Gallery. Huch. Warte. Und so macht man's nicht. Ich zeig's nochmal. So macht man's nicht.
Okay? Also da oben. Oh, ganz oben links. So, jetzt müssen wir aber wieder zurück. Und zwar müssen wir. Müssen wir? Ja, wir müssen. Wo ist denn das? Bellurat. Bellurat Tower Settlement. Kleiner Vorgeschmack, Freunde. Warum ich offline zocke? Ne, es geht. Ja, ich habe nicht so Bock auf Trollnachrichten natürlich, aber die Nachrichten können natürlich auch immer ein bisschen was spoilen. Also, wenn du irgendwo langläufst und dann sind da irgendwie 7 Nachrichten auf dem Boden, dann weißt du schon, okay, da ist irgendwas. Und das finde ich immer nicht so geil beim ersten Mal. Deshalb will ich, habe ich das ausgemacht. Wenn ich es einmal durchgezockt habe und gut abgegrast habe, dann beim zweiten Run mache ich die an. Aber beim ersten Mal. Aha! Uiuiui. Na, hat er Miyazaki etwa einen Poison-Sumpf hingemacht? Ja, hat er. Und wir können nicht. Okay, dann müssen wir vielleicht. Vielleicht Anti-Poison. Habe ich überhaupt? Ich habe nur eins von den Kackdingern? Nicht ausgerüstet jetzt. Nein. So. Habe ich einen Multiplayer-Code? Weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte einen, aber ich weiß nicht, ob ich noch einen habe. Sieht man das? Ach ne, das sieht man. Ah, ich bin jetzt online, dann kann ich das, glaube ich, nicht nachgucken, ne? Naja, das geht erst, da müsste ich neu starten. Ja. Ah, ich hatte einen, auf jeden Fall. Ich glaube, Bande mit Ausrufezeichen war es. Ekel. Genau, Bande, Ausrufezeichen. Habe ich Bande groß geschrieben, Ausrufezeichen war, als Elden Ring rauskam. Mein Multiplayer-Passwort. Oh, es gibt so viele geile neue Waffen, dass ich manchmal überhaupt nicht weiß, welche ich nehmen soll. Weil alle so geil sind. Backhand Blade natürlich auch. Absolut geil. Hier können wir auch mal Mock shackeln hier. Wer weiß, wer weiß. Morgen um, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie viel Uhr, 16 Uhr, streame ich mit Jan Gustafsson, der auf der Startseite von Twitch angeblich gefeatured wird. Warum auch immer. Morgen, ich guck nochmal genau, dass ich es jetzt nicht falsch sage. Morgen 16 Uhr, Jan Gustafsson und ich machen unser 100. Match.
Morgen 16 Uhr, Jan Gustafsson und ich mit dem 100. Match. Es bleibt spannend. Und vielleicht machen wir danach auch noch Schabernack, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Jan Gustafsson morgen auf der Startseite von Twitch gefeatured. Absoluter Wahnsinn. Online oder Overboard? Wie bitte? Nee, online. Nee, online, ja. Overboard ist, wir wohnen 15 Kilometer auseinander, das haben wir nicht hingekriegt. nee, aber es geht weiter. Ich habe das Gefühl, er ist verwundbar, ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, Jan Gustafsson ist verwundbar geworden im Schach. Ist auch ein bisschen eine Alterssache, ne? Man wird ja auch ein bisschen schludriger mit dem Alter und so. Smithing Stone 2. Ganz ehrlich, FromSoft, wenn ihr mich verspotten wollt, dann packt doch gleich irgendwie eine dumme Pflanze, denn oh, hier gibt es auf jeden Fall, das stinkt zum Himmel hier. Großes Areal. Ja, ich wusste es doch. Was zur Hölle bist denn du? Was bist denn du? Der auch eine Energie? Scheiße, ich wollte mich eigentlich heilen, aber ich habe stattdessen gemockscheckelt. So dumm, weil ich wieder nicht die scheiß Flask ausgerüstet habe. Und es passiert mir jedes Mal. Oh, Gibbeta. Mann, wo bin ich denn jetzt? Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie ich da hin. Ach, in die Kanalisation. Ach du Scheiße, ist das weit weg. Let me go, let me go. A little bit to go. Ey, ich muss auch sagen, der Content momentan ist natürlich alles ein bisschen komisch, weil es ist alles Elden Ring. Es gibt einige Sachen, die ich noch machen möchte. Aber das Problem ist, die WM, EM, macht mir gerade so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Ich komme halt zu nichts. Weil ich muss, ich werde von Tobias Escher gezwungen, Fußball zu gucken. Das ist der Typ, der Fußball guckt und sich währenddessen Notizen macht, wie Horst Ehrmann traut. Oder, also wirklich. Ist ein bisschen strange, wenn ich mich frage. Aber jetzt muss ich es halt mitmachen. Und deshalb komme ich nicht so richtig zum Stream. Was ist nochmal gut gegen Pflanze, Leute, bei Pokémon? Feuer, oder? Oh, das ist Madness, Alter. Wie ich nichts treffe. Aye. Okay, Beastclaw Mode. Oh shit. Ein Baum ist auf mich gefallen. Oh, wie ich es hasse, wenn man am Gegner nicht rankommt, ne? Beastclaw, einfach der Shit, ich sag's euch. Immunizing. Horn Charm 2. Immunizing Horn Charm. Basically raises immunity. Kann gleich mal anziehen hier.
Guck mal. Poison, kein Build-up mehr. Hast du die Zahl im Blick? Ja, ich mach ja eh gleich Schluss. Schrei mich bitte nicht an. Wie viel Uhr ist es denn? 5 vor 6. Oh, scheiße, ich muss Schluss machen. Aber, oh Mann. Warum muss denn der Elden Ring auch rausbringen? Wirklich zu einer EM, sag mal. Wer macht denn sowas? Ich hab die ganzen Donny-Leute jetzt hier. Na okay, 95% sind direkt wieder disconnected, aber die anderen 5%, die kann ich halten. Die kann ich doch halten. Mit ein paar soliden Jokes. Hier ist nichts mehr. Lame. Guck mal, Poison geht sogar zurück mit dem Talisman. Nicht schlecht. Die müssen nicht solide sein, wir kommen doch von Donny. Ja, okay. Ja, Mana habe ich doch schon auf dem Quickslot. Heilen nicht. Heilen kommt auch so. Ich brauche die Quickslots für anderen Shit. Cool. Ja. Oh Mann, ey. Ich wünsche, dass dieses Spiel niemals endet. Ist hier noch irgendwas? Ist was? Also ich meine, ist hier was? Da ist was. Okay. Du musst über den Poison-Sumpf gehen, um Heilung für Poison zu kriegen. Genau mein Humor. Das ist aber ganz schön groß. Ach, guck mal. Ich habe das Gefühl, die Reichweite von diesen Dingern ist nicht so hoch, wie es aussieht. Ein bisschen trügerisch. Werde ich mit Maden vollgekotzt. Ich komme nicht da hoch. Nee! Drauf geachtet. Okay, Leute, ich muss jetzt Fußball gucken. Ey, es ist wirklich hart. Es ist ein hartes Leben. Ich weiß, ich muss jetzt hier. 1-0 Frankreich, ihr verarscht mich. Ernsthaft? Nein, das stimmt nicht. Das kann nicht stimmen. Ja, das war's mit Elden Ring erstmal für heute. Vielleicht heute, ich sage immer vielleicht nochmal nach dem Fusi, aber meistens bin ich dann zu müde. Aber man weiß nicht, was passiert. Also, an der Stelle sei erstmal Schluss für heute. Es tut mir leid, ich hätte auch noch Bock, aber ich muss Fusi gucken. Und
Ja, wir haben auf jeden Fall heute wieder einen Boss gelegt, ein bisschen Progress gemacht, Legacy Dungeon, dies, das, Ananas, aber wir kommen nur langsam voran und das finde ich super. Niemand will schnell vorankommen. Wir machen schön Smooche, Smooth, Smooche? Was ist Smooche? Gibt es das Wort Smooche? Smoothie ist der Kopf, oder? Ein Mutje? Smoothie? Ein Smoothie, aber was ist Smooche? Also,